Hallo ihr Lieben, here we go again. Es ist jetzt zwar fast schon Mittag, aber egal. Tagesenergien sind ja auch nur Impulse und müssen nicht auf den Tag genau passen. Ja, und hier fällt zuerst der Ring. Oh, und die Ruten. Hier gibt es Ärger im Paradies. Und was haben wir noch? Ja, die gute Dame, die schaut hier auf den Ring und die Ruten. Hier gibt es also etwas zu klären in der Verbindung. Ja, Klärung ist sehr, sehr gut, denn es ist auch noch der Brief rausgefallen. Kommunikation. Ja, nun ist es ja so, dass vor allen Dingen wie Mädels, ne? Wir können das ja manchmal sehr gut. So 3 Wochen im Monat akzeptieren wir bestimmte Dinge und dann kommt eine Woche, da sind wir Monster. Und plötzlich tolerieren wir Dinge nicht mehr. Ja, das ist nur eines von vielen Beispielen. Das gilt natürlich auch für Männer. Die können das nämlich auch manchmal sehr gut, Dinge tolerieren. Und keiner möchte dem anderen auf den Schlips treten. Ja, und dann sorgt das eben dafür, dass es Konflikte gibt, Streitereien gibt. Ja, aber die Ruten sind natürlich ein gutes Mittel, wenn man sie umdreht, als Besen zu benutzen, damit hier wieder Verhandlungen stattfinden können. Ja, 2 der Münzen und 3 der Schwerter, besonders wenn es darum geht, hier Herzschmerz einmal wegzufegen. Weil zu einem Streit gehören ja immer 2, ne? Und es ist, wie es ist. Bei einem Streit gibt es keine Gewinner. Es gibt auch bei einem Streit keine Verlierer. Und gerade wenn, so wie hier, die Sonne noch mit ins Spiel kommt, soll hier wieder Versöhnung reinkommen. Ja, erstens wirklich erkennen, beide sind Individuen. Beide Parteien haben ihre Daseinsberechtigung, auch ihren Anspruch auf ihr Wirken, der Magier. Und auch bei dir heißt es hier, innere Aufarbeitung von Reue. Das ist quasi deine Prüfung, deine Opfergabe. Auch mal einzugestehen, ja, vielleicht bin ich doch nicht so einfach, wie ich das gerne immer erzähle. Ja, weil so werden nämlich aus den 2 der Stäben hier die Pläne, die auf dem Tisch liegen, die nicht umgesetzt werden können. Erstmal zumindest hier wieder mit der Schwertkönigin, ja, der Verstand geklärt. Ja, dass die Emotionen wieder so ein bisschen hoch, also zurückfahren, nachdem sie hochgekommen sind. Und einmal so die Gesamtsituation überblickt werden kann. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist schon immer so gewesen. Und Reden hilft, eindeutig. Und zwar nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern stetiger Wandel, stetige Verhandlungen miteinander in der Dualität.